Zunächst mal möchte ich mich bei allen. Guten Morgen, Peter. Entschuldigung, zunächst mal möchte ich mich bei allen bedanken, die mich so zahlreich unterstützen. Ihr seid echt der Wahnsinn, Leute. Vielen, vielen Dank dafür. So, und heute Morgen fahre ich wieder nach Kaiserslautern zur SWK, hole diesen Dosan. Der bleibt in Kaiserslautern. Ich muss mich etwas beeilen, denn um 8 Uhr muss ich wieder mit dem Rampentieflader hinten drauf, muss ich wieder hier im Hof stehen bei uns. Da kommt ein Gutachter quasi und macht ein neues Gutachten. Ja. So, aber jetzt rollen wir erstmal nach Kaiserslautern rüber und gucken, wie wir den Bagger da rausbringen heute Morgen. Thank you.
mehr laden. Gucken, wie wir hier rückwärts rauskommen. Und dann. Mal gucken, was das wird. Vorne vorbei. Lieber drin als draußen, Mike. Kai. Ja, keine Frage. Männer. Mike. Danke. Ciao. Oh, unser Rampenschiebeklader, den hatte ich ja schon mal dranhängen. Gleich 14 Uhr. Mal gucken, wie es hier auf der Baustelle aussieht gleich. So. Ist 10 vor 3. Hab dem Bagger wieder die Strümpfe angezogen. Rausfahren, gucken, dass ich wieder irgendwann mal Handynetz bekomme. Lauter habe ich vergessen, die Anfahrt zu filmen. Klang, gut dran. Bin ich hier schon leer. Und dann geht's morgen früh, geht's dann weiter. Was es gibt, weiß ich nicht. Moin. So, 10 vor 9, bin schon in Trier.
hole den Bagger hier jetzt wieder ab. Ja, gehe schnell abhängen und dann fahre ich das Ding drauf. Der geht wieder zurück. So, das hier ist der Bagger. Ein Liebherr R914 Kompakt. Der hat alles täuscht. Man kann es erkennen. 18,2 Tonnen Betriebsgewicht. Das heißt mit vollem Tank, mit Löffel, mit allem drum und dran. Der hat einen Verstellausleger. Das heißt, der Arm oben knickt ab in der Mitte. Ja. Und kompakt heißt, der hat ein kurzes Heck. Und den laden wir jetzt auf. Wenn ich Schlüssel finde, da ist er. Moment, ich kann. Aua. Mal die Tür. Türen mal rein. Geräte. Vielleicht piept's, weil kein Löffel dran ist. Ich fährt hier jetzt hoch. Und gestartet werden die Bagger hier an diesem roten. Steht ja drauf: Start, Stopp. Einmal drücken. Und wie ein Wunder startet der. So, gut. Geben wir mal Gas. Der Verstellausleger, das heißt dieser Arm hier vorne, der fährt jetzt gerade. Moment, gucken, ob ich das ein bisschen besser zeigen kann. Indem man diesen Stick hier einfach nach vorne nach oben und dann fährt dieser Arm, dieser dicke Zylinder hier fährt dann aus und der Arm wird dann gerade. So kann man das vielleicht. Wenn ich ziehe, nach unten fährt er runter und wenn ich drücke, geht er hoch. Früher waren auch hier links oder rechts waren dann Fußpedale. Das hat man dann mit denen gemacht. Das Schild geht hier meistens falsch herum. Wenn du das Schild heben willst, musst du den Hebel nach unten drücken. Ich denke, andersrum wäre es geeigneter, aber gut. So, meine Arme etwas hoch. Und dann gucken, hier habe irgendwo einen Kanaldeckel, der ist links von mir. Ich glaube, das war nur eine. Und dann fahren wir den Bagger wieder drauf. Gemacht. Das macht man zuerst hoch natürlich.
und dann schaltet man aus. So, Zündung aus. Das Radio geht irgendwann von selbst aus. So, mache ich meine Ketten dran. Jetzt haben wir 9:25 Uhr. Ich denke, ich bin 11 Uhr, kurz nach 11 Uhr zu Hause. Abgeladen, dann werde ich mal fragen, ob die Brecherkolonne, werde ich die mal anrufen. Ob Backe oder Band, ob irgendwas schon fertig ist und dann werde ich das holen. Die Fernbedienung kommt jetzt wieder hier rein, weil wie gesagt, jeder Tieflader, die sind alle identisch, aber jeder Tieflader hat seine eigene. Hier sitzt der Empfänger. Das ist der Empfänger von dieser Fernbedienung. Ich hoffe, man kann mich verstehen. So, die bleibt jetzt hier. Ziehen wir hier die Sandplatte auf. So, ich hoffe, man konnte das erkennen. Und jetzt einfach Sprit runterlassen. So lange, bis der Hals frei geht. Durchgucken. Ich hoffe, dass man das sieht. Gehe ich rein, fahre ein Stück vor. Diese Latte dreht sich mit, ja, und so weit wie die sich dreht, wird dann das über die Hydraulik wird dann weitergegeben an die Hinterachsen. Wenn ich jetzt hier bei dem, kann ich das mal kurz oder wie gesagt einfacher zeigen. Das hier ist der Lenkteil, der wird über diese Schraube, ist jetzt halt alles fettig, ölig, aber glaub mir, da ist eine Schraube drin und die wird dann hier an die Sattelplatte, wenn dann diese Seiten werden dann nach außen gedreht. Man erkennt das. Ja. Und wie gesagt, das hier dreht sich dann mit. Oh, das stimmt so nicht. Dieses Teil dreht nicht mit. Dieses Teil bleibt fest auf der Sattelplatte. Hier nochmal ein Bild vom Dreiachser.
da wo man den Lack sieht von meinem Finger, das ist diese dünne Platte, die ist fest auf der Sattelplatte und das Teil oben drüber, das dreht sich dann beim Lenkeinschlag. Und so wird es dann weitergegeben an die Hinterachsen. Sieht man sogar die Lenkzylinder. Eine rechts, eine links. Ich hoffe, dass man das erkennt. Und diese geben dann den Lenkeinschlag an die Achsen hinten weiter. Und somit werden die dann gelenkt. Was ich aber jederzeit noch hier, seht ihr, identische Fernbedienung. Empfänger hier. Diesen Lenkeinschlag kann ich aber jederzeit mit dieser Fernbedienung kann ich da noch nachhelfen. Etwas vor. Etwas laut werden. Okay. Lenkdruck an den Achsen ist noch da. Die Maschine noch in Fahrstellung. Einfach nur in der Mitte. Einmal Stopp drücken. Und einmal den Pfeil nach unten oder den Pfeil nach oben und dann geht er in Fahrstellung. So, noch ein bisschen hoch vorne. Da haben wir noch ein bisschen runter. Hinten sind wir bestimmt auch zu hoch. Wieder in Fahrstellung. Wie gesagt, diese beiden Hebel sind für die beiden Zylinder hier unten. Einmal den und einmal den. Und die bleiben offen, dass der Hals während dem Fahren arbeiten kann. So, im Anschluss bin ich dann nach Kaiserslautern gefahren, habe unseren Brecher geladen. Musste allerdings ca. 3 Stunden, ein bisschen über 3 Stunden warten, bis die Jungs damit fertig waren. Hab dann den Brecher nur noch geladen und bin dann zurück wieder hier in die Halle. Und da die Folge schon recht lang ist, werde ich die jetzt auch beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wer eins da lassen möchte, gerne. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschö.